Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zu Drone Swarm. Und weiter geht es. Tag 56 seit Verlassen der Erde. Es ist alles sehr krass. Genauso wie es krass ist, dass unsere Neuerde zerstört ist. Das ist richtig übel. Das ist gut. Die MP-Batterie hätte ich gerne. Noch eine wichtige Nachricht von den Dashan. Sie haben uns Koordinaten mit der Bitte übermittelt, einen wichtigen Voa-Aristokraten gefangen zu nehmen, der durch dieses System reist. Okay, machen wir. Sie haben den Plan, ihn gegen einen ihrer Gefangenen auszutauschen. Das klingt irgendwie genauso wie bei den Voa, aber... Ich habe das Schiff... Sensoren melden Vorschiffe. Feindliche Verstärkung im Anflug. Gute Arbeit. Jetzt müssen wir nur noch die Begleitflotte loswerden. So. Eine Fregatte M2? Muss nicht sein. Gut, wir kümmern uns erstmal um das Kleingefussel. Damit das hinüber ist. Komm, noch ein Stückchen hier. Sehr schön. Und jetzt können wir hier volle Kanne reingehen. Herrlich. Sehr gut. Den machen wir schnell platt. Halt, da ist noch ein bisschen von übrig. Ihn jetzt von vorne. Antrieb ist ausgeschaltet. Wenn ihr mich gehen lasst, werde ich euch belohnen. Wenn er nicht von unserer Gnade abhängig wäre, würde er kein derartiges Versprechen machen. Ganz genau. Das ist alles, was mir die Sphäre verraten kann. Wir werden ihn ausliefern. Es war harte Arbeit, das Vertrauen der Dashan zu gewinnen. Es macht keinen Sinn, das alles aufs Spiel zu setzen. Sehr gut. Ausgerichtete Schildarme freigeschaltet und die EMP-Raketenbatterie. Und ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Vor allen Dingen EMP ist immer gut. Meiner Meinung nach. Die Frage ist aber... Okay, beschädigen Schilde schwer. Ja, doch, wir nehmen es mal mit. Es hört sich im ersten Moment gar nicht so verkehrt an. Und, du hast dich an die blinde Wut gewöhnt? Oder war es unstillbares Verlangen, die jeder zu Beginn deines Abenteuers spürte? Jetzt ist sie deine Waffe. Wir gehen zum Schutzwall. Freunde, euer Schmerz ist unser Schmerz. Was die Vor getan haben, ist verwerflich und niederträchtig. Wir werden uns etwas einfallen lassen, um euch zu helfen, aber... Moment, wir werden angegriffen. Das sind die Vor. Sie haben uns gefunden.
Natürlich haben sie das. Wir halten sie euch vom Hals. Beeilt euch und macht, dass ihr hier raus... Herrlich. Ein Wächter. Okay. Dann gucken wir mal. Sehr schön. Die Integrität der Hülle ist auf 75% gesunken. Das ist gut. Nein, nicht gut, meine ich. Direkt angreifen. Nicht lange fackeln, ganz wichtig. Ich habe eigentlich keinen Bock mit denen hier zu diskutieren, wisst ihr? Integrität der Hülle bei 50%. Wir sind ja schon dabei. Immer mit der Ruhe, bitte. So, erstmal die Heal-Schiffe. Ach, da hinten ist noch so ein Mistding intakt. Oh, sehr schön. Ich weiß, dass wir alle trauern, aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Haben wir Wahnsinn. Nicht genug Buße getan? Wurde Neu-Erde uns deswegen weggenommen? Carter, wir können die Wolken des Nebels zu unserem Vorteil nutzen. Wir müssen nur genug Trümmer verursachen. Sie werden die Vor behindern und verlangsamen. Wir können es schaffen. Gut. Die Dashan haben mir die Koordinaten für unseren nächsten Sprung geschickt. Sobald sie weg sind, sind wir es auch. Und dieser Hass, den du jetzt verspürst? Nutze ihn. Der Feind ist genau da. Also zeig's ihnen. Jetzt oder nie. Warum hat meine Vision mich nicht davor gewarnt? Vielleicht haben sie das. Aber wir haben sie nur falsch verstanden? Es ist alles sehr, sehr, sehr krass. Also... muss ich echt sagen, ist schon heftig. Unsere schöne neue Erde. 58 Tage schon vergangen. Neue Fähigkeit verfügbar, der finstere Ort. Was ist denn der finstere Ort? Erhöht erheblich die Zeit, die ein Schiff im Exil verbringt. Nehmen wir mit, kein Problem. Auf zur Abrechnung. Ja, da oben das System brauchen wir nicht, alles gut. Freunde, ich werde nicht lange ungestört bleiben, aber wir dürfen nicht ein einziges unserer Transportschiffe bei diesem Kampf verlieren. Oh, das die muss Leute doch nicht und sein. Die Ressourcen an Bord sind unersetzlich. Wir brauchen okay. sie zur Verwirklichung unseres Ziels. Los, alle gemeinsam, noch ein letztes Mal. Los geht's. Die Ruhe werden sich ihre leistungsstärkeren Waffen für später aufheben. Das sollten wir auch tun, Carter. Die Sensoren melden Warschiffe. Feindliche Verstärkung im Anflug. Das lief doch erstmal nicht schlecht. Na, komm schon. Dann eben von der anderen Seite.
Verstärkung im Anzug. Nein! Oh, was war das für ein gigantischer Lag plötzlich? Ich hatte nur noch irgendwas um die 16 Bilder pro Sekunde und... Wow, okay. Die Sensoren melden Warschiffe. So, und nochmal dasselbe und rein da. Und hier nochmal. Sehr schön. Alles gut bis jetzt. Das Schiff hier hat eben richtig fies abbekommen. Warschiffe erfasst. Schnell nach da hinten. Diese verdammten Reparaturschiffe erledigen. Hülle ist bei 75%. Alles gut. Boah, Leute. Ach, das steht wieder das Schiff. Verdammte Kacke. Wir haben gar keine Verteidigung mehr, oder was? Das Sterntor ist offen. Sehr gut. Ja! Boah, war das knapp. Das eine Schiff wurde noch zerstört, aber ich glaube... War das okay? Freunde, wir sind froh, euch wiederzusehen. Wir können verstehen, wie schmerzhaft ein solcher Verlust ist. Danke. Zumindest konnten wir Neu-Erde rächen. Immerhin ein kleiner Trost. Doch nun brauchen wir noch einmal eure Hilfe. Wir benötigen eure Hilfe, um unserem Volk auf der Erde ein Hilfspaket zu schicken. Ihr könnt auf unsere Hilfe zählen. Sobald dieser Cluster von den Vor befreit ist, können wir einige Schiffe entbehren. Doch zuerst brauchen wir eure Unterstützung bei folgenden Koordinaten. Verstanden. Das hört sich... Für den Augenblick keine weiteren potenziellen Planeten. Aber Iva hat uns bereits gesagt, dass das wahrscheinlich trotzdem passieren würde. Ich erreiche ihn einfach nicht. Wie kommst du zurecht? Ich habe in letzter Zeit viel mit Iva gesprochen. Meistens über Aiden. Im Moment bin ich zu sehr abgelenkt. Wir haben alles unter Kontrolle, Carter. Konzentrier dich einfach auf die Kontrolle der Drohnen, wir kümmern uns um den Rest. Ich weiß. Und danke. Die Situation auf der Erde ist dramatisch. Glaubt mir, es ist besser, wenn ich euch die Details erspare. Wir werden den Dashan sagen, was wir brauchen, und sie werden uns helfen. Natürlich werden sie eine Gegenleistung verlangen. Und bevor du etwas sagst, Nathaniel, nein, wir sind nicht ihre Lakaien. Genauso wenig, wie sie unsere sind. Okay, genau. Dann lasst uns die Dashan kontaktieren. Oh, es ist alles so verwirrend. Leute, 60 Tage sind wir von der Erde weg. Impuls, Laser, irgendwas. Was macht's denn? Hört sich gut an. Impulslaser in drei, vier verschiedenen Richtungen, in alle Richtungen, aber nur in der Nähe.
Hier ist ein Nadelöhr. Halt mal, hier waren wir doch schon. Okay, gehen wir mal hin. Zumindest sagt mir das was, das Nadelöhr. Okay, wo sind wir gelandet? Wenn ich die Zeichen richtig übersetzt habe, ist das hier Space Vegas? Glücksspiel ist wirklich überall. Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Freunde, wir sind froh, euch wiederzusehen. Das Hilfspaket wird in diesem Moment vorbereitet. Doch zuerst... Halt! Wir sind hier nicht was mehr allein. Was ist das? Eine Warflotte nähert sich. Okay, switchen, bereichen. Wir müssen den Asteroiden evakuieren. Verstanden. Die Sensoren melden Warschiffe. Feindliche Verstärkung im Anflug. Oh! Zerleg das Schiff da hinten mal bitte. Mann, Mann, Mann. Schnell die Kleinen immer als erstes zerlegen. Weil diese nervigen Raketen, die abfeuern. Die fügen schon das ordentlichen Schaden zu. Boden. Wie können es die Bohr nur wagen, uns hier anzugreifen? Sind das Weltraumpiraten aus Space Vegas? Glücksspiel ist nicht die einzige Konstante im Universum. Über Raum und Zeit hinweg. Den da schnell. Der wird auch angezogen von uns. Sehr gut. Schnappen wir uns den hier vorne nochmal. Den da auch. Sehr gut. Ich würde sagen, aktuell sieht's gut aus, oder? Das Feinde. Okay. Argo, wir haben die Evakuierung abgeschlossen. Wir verlassen diesen Cluster. Nun denn, bis zum nächsten Mal. Weltraumpiraten. Lol, da ist er wieder. Ich will eine Argo haben. Ich mag eine haben. Zur privaten Nutzung. Die Koordinaten eines Warsystems geschickt, das wir angreifen sollen. Wir würden damit ihre Stellung in diesem Sektor schwächen. Das klingt gut. Dann werden wir das tun. 61 Tage nach Verlassen der Erde. Ein neues Upgrade und zwar aufflackern. Warum habe ich hier kein Bild? Okay. Wir können also Energiedrohnen erschaffen, die an einem Punkt sich direkt als Wand aufbauen. Das klingt nicht schlecht. Erhöht die Schaden der Angriffsbahn, das brauchen wir unbedingt. Das nutzen wir zu 90%. Dieser Ort hält Informationen verborgen, Carter. Okay. Los geht's. Die Sensoren melden Schiffe. Jetzt sag nicht, hier kommt ein Mutterschiff an. Fallout. Nähert sich der Argo langsam. Okay, gut.
Nur ganz schnell beeilen. Wow. Mit Glück treffen wir das Schiff noch. Sehr gut. Schick mal ein paar Angriffsdrohnen hin, ist am einfachsten. Was los? Sehr gut. Die Integrität der Hülle ist auf 75% gesunken. Okay, danke für die Information. Oh, der Laser ist sehr effektiv. Sehr gut. Jetzt die restlichen Drohnen zum Datenabruf hinschicken. Wir haben nur noch 18.000 Drohnen, das ist nichts mehr. Wahnsinn. Wir haben die Informationen, die wir brauchen. Hui. Lass uns von hier verschwinden. Und tschüss. Und somit dürften wir die Infos haben für stärkere Angriffsdrohnen, beziehungsweise, dass sie stärker werden. Ganz genau, da haben wir's. Sehr gut. Gut, was haben wir da? Schaden von Verschlingen. Das nutzen wir so selten. Wir gehen direkt zur Eisscheibe. Los geht's. Man muss sich das durch den Kopf gehen lassen. Wir sind über 2 Monate jetzt weg von der Erde. Wir sollen ihre Kreuzer beschützen, mit denen sie das Abwehrsystem des Planeten durchbrechen wollen. Okay. Warte, wie bitte? Sie wollen den Planeten verseuchen, um ihn lahmzulegen? Sind sie verrückt geworden? Entzückend. Zu ihrer Verteidigung. Die Voa müssen den Planeten einfach nur evakuieren und niemand kommt zu Schaden. Bitte was? Ja. Trotzdem finde ich das maßlos übertrieben. Ja. Was hält die Burg davon ab, die Bewohner dieses Planeten verhungern zu lassen, anstatt sie zu evakuieren? Nun ja, sie brauchen ihre Arbeitskräfte, nicht wahr? Wen muss ich denn jetzt hier verteidigen? Und vor was? Hier kommt ja gar nichts. Zumindest kommt aktuell nichts. Beschützt die Kreuzer. Die Sensoren melden Warschiffe. Feindliche Verstärkung im Anflug. Ich glaube, wir dürfen das Schild nicht auf sie setzen. Kann das sein? Ich glaube, wir teleportieren die weg. Irgendwas hatten wir doch damals Spezialfähigkeit bekommen. Boah, der Laser, der ist so heftig, Leute.
Mann, 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 Leute, ich sag's euch. Die Integrität der Hülle ist auf 75% gesunken. Aktuell ist noch alles gut hier. Gut. Ist weg. Hat sich erledigt. Wir haben eigentlich mehr Asteroidenprobleme als alles andere. Ihre Versorgungskette liegt im Trümmer. Als nächstes ist ihre Energieversorgung dran. Koordinatenempfang. Los geht's. Und somit sehen wir uns auch im nächsten Part wieder hier bei Drone Swarm. Ich hoffe, das Projekt kommt bei euch gut an. Ich nehme es nun mal im Voraus auf. Aber ich denke, dass die einen oder anderen bestimmt sehr viel Spaß an diesem Projekt haben werden. Ansonsten halt nicht. Nicht schlimm, vielleicht lockt es neue Leute an. Hallo neue Leute. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut und Tschüssikowski. Ciao.